herzlich willkommen zur 29. Folge von PowerPoint TV. Heute mit mir und Dieter fehlt. Dieter ist im Urlaub. Aber er wird mit mir zusammen den Blick in die Zukunft wagen. Ich heute hier auf der IFA werde die neuesten innovativen Produkte zeigen, die mit Präsentation und Video zu tun haben. Und Dieter wird einen Einblick in das neue Office 2010 geben. Viel Spaß dabei! Obwohl Folien nicht das geeignete Medium für lange Texte sind, ist es manchmal erforderlich, während einer Bildschirmpräsentation einen längeren Text zu zeigen, beispielsweise die Paragraphen eines Vertrages oder Auszüge aus einem Handbuch. Oder aber es soll zusammen mit dem Publikum etwas erarbeitet werden, der Text einer Anzeige, ein Werbeslogan, eine wichtige Formulierung für einen Vertragsentwurf. Sicher sind Medien wie Flipchart oder Whiteboard für das gemeinsame Erarbeiten von Texten bestens geeignet, aber es geht auch in PowerPoint. Und zwar mit einem Textfeld, in das während der Bildschirmpräsentation Text eingegeben und in dem sogar gescrollt werden kann. Die Vorteile einer solchen Lösung liegen auf der Hand. Schluss mit Folien, die von vornherein mit Text überfüllt sind. Der Platzbedarf für das Textfeld kann gering gehalten werden, denn bei mehr Text wird einfach weiter nach unten gescrollt. Der Text kann dem Publikum je nach Bedarf komplett oder schrittweise gezeigt werden. Das Wichtigste aber ist die Flexibilität und die Möglichkeit zur Interaktion mit dem Publikum. So kann beispielsweise bereits vor der Präsentation ein Textentwurf eingegeben werden, der dann während der Bildschirmpräsentation zusammen mit dem Publikum korrigiert und ergänzt wird. Nach dem Warum kommen wir nun dazu, wie ein solches scrollendes Textfeld erstellt wird. Bis PowerPoint 2003 wird über Ansicht, Symbolleisten, Steuerelement Toolbox zunächst die Symbolleiste eingeblendet, in der ich das Symbol Textfeld finde. Das klicke ich an und ziehe jetzt mit gedrückter linker Maustaste ein Textfeld auf. Um jetzt die Eigenschaften dieses Textfeldes zu bestimmen, klicke ich hier auf das Symbol mit der kleinen Hand, Eigenschaften, und in diesem Eigenschaftenfenster kann ich jetzt wesentliche Verhaltensmöglichkeiten des Textfeldes bestimmen. In PowerPoint 2007 kann ich ebenfalls auf diese Steuerelemente zugreifen, und zwar sind sie auf der Registerkarte Entwicklertools, und hier ist das Symbol für Textfeld und hier sind auch wieder die Eigenschaften. Damit diese Registerkarte Entwicklertools überhaupt angezeigt wird, ist es notwendig, über die Office-Schaltfläche und PowerPoint-Optionen hier ein Häkchen zu setzen. Das Eigenschaftenfenster ist in allen PowerPoint-Versionen gleich. Ich bin jetzt hier in PowerPoint 2007 und es sind drei Optionen, die vor allen Dingen wichtig sind. Zum ersten stelle ich hier ein, bei Multiline, dass in dem Textfeld es also möglich ist, dass ich mehrere Zeilen eingebe. Das muss also auf True stehen. Das nächste, ich möchte während der Eingabe in das Textfeld auch einmal die Enter-Taste drücken können, also eine neue Zeile zu machen. Und dazu brauche ich das Enter-Key-Behavior, die Option ebenfalls auf True. Und die letzte Änderung, die ich im Eigenschaftenfenster vornehmen möchte, wäre, welche Schriftart und welche Schriftgröße soll verwendet werden. Und da gibt es hier diese drei Pünktchen. Und jetzt komme ich also in das Dialogfeld, wo ich Schriftart und Schriftgröße aussuchen kann. Ganz wichtig, vielleicht noch für die, die das Textfeld noch verändern möchten, hier unten kann man dann auch noch einstellen, welche Randeffekte das Textfeld haben soll. Manchmal kann es ganz gut sein, wenn schon vor der Präsentation etwas in das Textfeld eingegeben wird. Das kann ich bereits in der Folienansicht machen. Rechte Maustaste, Textfeldobjekt bearbeiten. Und jetzt kann ich hier hineingehen und dort Text eingeben oder Texte hineinkopieren. Und während der Bildschirmpräsentation ist dann sowieso klar, kann ich dort reinklicken und meine Texte eingeben und, wenn ich das gerade eingestellt habe, auch die Enter-Taste drücken, also mehrere Zeilen erzeugen. Ja, soweit zum Thema scrollendes Textfeld in einer Bildschirmpräsentation. Viel Spaß beim Nachbauen!
Ja, hier haben wir die ZI8 groß angekündigt. Das ist jetzt das dritte Modell von Kodak, der Pocket-Videokameras. Zum einen kann das jetzt 180p, also Full-HD-Video. Eine weitere Verbesserung der Kamera ist, dass es jetzt über einen externen Mikrofoneingang verfügt. Und als Kundenfeedback kam, dass bei der letzten, bei der ZI6, wo so herausflippte der USB-Port, es nicht an jeden Rechner passte. Und deswegen ist der jetzt biegsam. Und man kann ihn wirklich an jeden Laptop hinten dran schließen. Es hat Bildstabilisierung, es hat Gesichtserkennung. Auch was neu ist im Vergleich zu den anderen Kameras, über eine Setting-Button, die verschiedenen PAL-NTSC einstellen, Helligkeit, Mikrofoneinstellung und eben auch Verwacklungsschutz und Gesichtserkennung. Einmal klicken und die Aufnahme geht los. Und wenn man wieder draufklickt, stoppt. Das ist eigentlich alles. Also, was wir hier zeigen, ist die neue Videobrille Cinemizer Plus von Carl Zeiss. Diese Videobrille dient dazu, dass man Videofilme, die man auf seinem mobilen Player dabei hat, zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem iPod oder auf Nokia-Telefon, unterwegs bequem anschauen kann. Das heißt, wir haben diesen Player, in diesem Fall das iPhone, in eine Dockingstation gepackt und dann wird das Videosignal an die Videobrille übertragen. Diese Videobrille setzt man sich auf und sieht dann sozusagen in jedem Auge separat ein Bild. Und dieses Bild wirkt so, als ob es in 2 Meter Entfernung ist und 44 Zoll Diagonale hätte. Sehr interessant auch der kleine mobile Projektor Pocket Cinema V10 Plus hier von der Firma Iptech. Der kann immerhin in knapp 1,80 Meter Größe Bilder von iPod und so weiter übertragen. Als kleine Alternative in einem verdunkelten Raum sind diese Mini-Projektoren wirklich immer ernstzunehmender. Sehr interessant auch die Mini-Kameras. Ich habe also mir 2 Kameras die HD-Qualität aufnehmen können und beide so im Bereich zwischen 100 und 150 Euro, also wirklich sehr günstig liegen, angesehen. Einmal diese hier, eine Full-HD-Kamera, die also wirklich 1080i aufnehmen kann. Und dann eine ganz kleine hier, die hat noch dreifach optischen Zoom, nennt sich Z300 HD. Da werden wir auch gleich ein Originalbild davon sehen. Das kann also, hat ein kleines Display, kann noch 5 Megapixel Fotoapparat Bilder machen und man kann bis zu 2 Stunden mit einer 4 Gigabyte...